So, hallo. Ich hätte fast vergessen, die Musik anzumachen. Ein Moment. Kumu Playlist, let's go. Oh, von Diddy Kong Racing, auch ein schönes Lied. Okay, ja, ich versuche jetzt mal ein bisschen schneller hier durchzukommen, weil eigentlich, ich habe gar nicht dran gedacht, dass ich das noch aufnehmen muss, in Anführungszeichen. Es ist jetzt gerade wieder schon mehr so eine, ja, Pflichtaufnahme, weil eigentlich will ich gerade gar nicht. Nein, an sich will ich schon. Ist einfach nur zeitlich. Oh, nice. Heute mal Glück gehabt. Ist einfach nur zeitlich gerade ein bisschen schwierig. Aber hey. Ich habe von Ferien nicht viel gemerkt, muss ich gestehen, aber das ist halt so. Wenn man mal hatte, also zum einen ist durch diese aktuelle Situation hat man sowieso nicht wirklich das Ferienfeeling, weiß es nicht. Und ach egal. So, wir probieren mal den Pfeil. Mit dem haben wir lange nicht mehr gestartet. Haben wir überhaupt jemals mit dem Pfeil gestartet? Na, es bringt mir jedenfalls ein E und ein L. Das ist doch schon mal gut. Okay, was wäre mit dem Übel? Sind zwar sehr viele E, aber ist ja noch nicht ausgeschlossen, ne? Jo! Okay, dann haben wir wieder den. Was haben wir da alles? Hebel, Nebel. Jetzt geht's mit der Raterei los. Hebel. Es ist der Hebel. Okay, ansonsten wäre noch Nebel gegangen. Nee, Säbel schreibt man mit Ä. T. Nee, Rebel. Nee, eigentlich wäre nur noch Nebel gegangen. Ja, das geht dann ja. Es geht dann ja. Okay, ja, interessant. Gut. Soll mir recht sein. Dann starten wir hier wieder ganz klassisch mit unserer Runde. Super. Da ist ein D hinten. Und diesmal denke ich dran, dass wir im Englischen wieder sind. Eieiei, war das peinlich. Oh, mir fallen schon wieder nur Sachen mit einem O ein. Ich will kein O. O ist raus jetzt. Ich hatte gerade so Quaut im Kopf und Pound und das ist alles, was wir nicht brauchen. Gibt es Pleat? Ja, nein. Wie heißt denn das Wort, was ich suche? Gab es sowas ähnliches? Speed. Speed! Okay, es ist ein D tatsächlich dabei, kein zweites E. Ein E in, also ja. Okay, End könnte man noch machen. Trend, nee, Trend geht nicht. Quest! Nee, es ist raus. Es ist raus. U ist sowieso auch raus, hat sich erledigt. Was kann zwischen E und D stehen? Also ein. Ach, N kann ja gar nicht. Alles mit N hinten ist ja auch schon raus. Okay, was kann noch zwischen E und D stehen? Eld. ELD könnte da stehen. Gibt es da irgendeine Kombination, die noch denkbar ist? Ich sehe jetzt eher spontan keine. Okay, was könnte da noch stehen? EKD? Nee, EKD ist komisch. EID? EID? Was kann da noch stehen? Es ist nämlich gar nicht so viel, was da stehen kann. Ich gehe mal auf Eld. Aber was kann vor Eld stehen? Irgendwas, was ich nicht kenne, vielleicht? Ha. Jetzt wird's aber interessant. Was könnte da davor stehen? Ich meine, ich kann mal Sachen probieren.
Ja, Mensch, da habe ich jetzt so gute Sachen probiert, dass ich wieder auf das scheiß Öl gekommen bin. Das waren meine Versuche. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt. Ich wusste irgendwie, geht aufs, wird's auf das. Also ich hatte erstmal Probleme, irgendwas zwischen E und D zu setzen. N war schon raus, also konnte es kein End sein. U war schon raus und lauter so Zeug. Dann habe ich gedacht, vielleicht ist es ein ELD und habe halt mal Troll geschrieben, um das L an die Stelle zu setzen. Das war es nicht. Dann habe ich was versucht, irgendwie das A einzubauen. Das A war tatsächlich dabei. Dann habe ich mal was geschrieben, dass das A dazwischen steht. Das war's auch. Und dann habe ich nicht mehr. Ich hatte keine Ahnung mehr, was ich noch machen soll. Irgendwann habe ich gesagt, jetzt gebe ich auf, weil das Video wird schon zu lange. Lol, dabei hat es an dem Zeitpunkt schon längst nicht mehr aufgenommen. Ach, ist das wieder toll. So, dann habe ich jedenfalls nochmal Bread eingegeben und ja, es ist dann ahead. Ich habe noch was gesagt von, es könnte auch mit Ahead sein, aber ich wusste nicht, was für ein Buchstabe davor. Weil ich an das Ahead wieder nicht gedacht habe. Ich glaube, das hatten wir schon mal, das ganze Problem. Ja, und dann habe ich zu Qwertle rüber geklickt und habe festgestellt, hey, wir nehmen nicht mehr auf. Es ist fantastisch. So, bestätigt habe ich noch nicht. Das heißt, ihr seid jetzt dabei, sobald ich mit Qwertle zumindest beginne. Es ist. Wow! UST kommt nur da unten vor, ansonsten nirgends. Das ist schon wieder ganz fantastisch, weil wir da unten mit UST dann rumraten müssen, vielleicht, wenn wir Pech haben und keine Chance haben. Ach, ist das schon wieder zum Kotzen. Das für andere zu nutzen. Weil selbst wenn ich hier mit UST anfange zu raten, bringt es mir für die anderen nichts, weil da kein UST vorkommt. Super! Super! Bin schon wieder begeistert. Okay. Dann lasst uns mal die Coins anschauen. Da ist das S zwar doppelt, aber dann haben wir das S hier zumindest nochmal festgelegt, vielleicht ein bisschen. Okay, das hat ordentlich reingehauen hier drüben. Hier drüben hat das gut reingehauen. Und dann jetzt noch ein Wort, wo wir vielleicht das A noch unterbekommen. Ja, wir machen mal Wrath. So. Okay. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwas. Ich meine, da kann man noch nicht sonderlich viel hier, ne? Und jetzt muss ich halt hier CEN benutzen. Und die zwei neuen Buchstaben, die vielleicht dazukommen, müssen ja nicht mal hier mit was zu tun haben. Okay, was könnte ich zwischen CEN bauen? Wahrscheinlich zu viele Möglichkeiten noch. Wobei, eigentlich sind es nicht so viele Möglichkeiten. Also es könnte Clin sein. Und dann, was gibt es dann für Möglichkeiten? Ich denke nicht viele. Klink gibt es zum Beispiel. Kling gibt es auch. Das ist schlecht. Okay, Kling und Klink und Kling. G und G und G. Bringt mir noch nicht so viel. Aber die anderen bringen mir erst recht nichts. Dann baue ich jetzt noch ein neues Wort und baue in dieses neue Wort G und K ein. G und K. Lässt sich ein Wort bilden, wo G und K vorkommt. Ein Wort, wo G und K gleichzeitig vorkommt. Was wir vielleicht noch nicht so viel hatten. Also wo wir vielleicht noch andere Buchstaben auch nicht haben. Aber irgendwelche Buchstaben müssen halt jetzt doppelt vorkommen, es hilft ja nichts. Es hilft ja nichts. Gibt es Gunk, Gank? Oh, das ist schwierig.
Meine Konzentrationsfähigkeit ist schon wieder herzallerliebst. Drück gleich wieder Ö. Also heute verstehe ich gar nichts mehr. Ich bin garantiert nicht nochmal auf Ö gekommen, weil ich mach mal kurz die Musik aus. Die habe ich gerade auch die ganze Zeit vergessen, wieder anzumachen. Folgendes ist passiert. Also, ihr habt mich ja gerade noch Quirtle spielen sehen, zumindest ein bisschen. Das ist übrigens jetzt mein Ergebnis, ich habe es nicht geschafft. Aber der Punkt ist der: Ich bin dann nach Quirtle, bin ich zu Nördle gewechselt. Hab Nördle gespielt. Hier habe ich Nördle gespielt. So. Und jetzt seht ihr es auch. Jetzt seht ihr es auch. Und dann bin ich nämlich noch zu Global gewechselt. Hab Global gespielt. Hier. Ich hatte Nepal, USA und Germany gegessen. Und ja, Germany war es dann halt, nachdem die anderen zwei es nicht waren. Das war halt Zufall, dass ich das gleich erwischt habe. Und jetzt wollte ich dann ja wechseln und habe kurz OBS aufgemacht und sehe in OBS nämlich noch immer das Bild von Quirtle. Und zwar ab der Hälfte ungefähr, so wo die Hälfte gelöst war. So ungefähr das ist, also da, wo es praktisch bei euch jetzt aufgehört hat, das hatte ich als Standbild. Aber die Aufnahme lief noch. Die Aufnahme war noch rot. Und dann wollte ich es beenden und dann ist mir OBS abgeschmiert. Und jetzt ist diese 5-Minuten-Quirtle übrig. Also aus irgendeinem Grund hat das abgebrochen, aber er hat's nicht. Also er hat die Aufnahme nicht beendet bei mir. Er hat noch aufgenommen, aber er hat, also es ist nichts mehr da von dem, was aufgenommen. Also man hört jetzt nicht mal. Ich dachte jetzt nämlich erst, man hört mich noch, aber es ist irgendwie stecken geblieben, das Bild. Aber auch das ist nicht passiert. Und ich verstehe nicht, warum es einfach ja angehalten hat. Also das ist nicht Aufnahme beendet gewesen. Es ist, ich weiß nicht, was es war. Keine Ahnung. Das Problem ist, jetzt haben wir nur noch Semantel. Beziehungsweise das Gewürdel haben wir noch. Leute, den Part kann ich in die Tonne schmeißen. Ach, keine Ahnung. Das ist nix. Ja, lasst uns mal noch Squirtle machen. So, aktualisieren. Ich mach's jetzt ja mit dem Pokémon Guide. Vielleicht ist es dann zumindest ganz, ganz interessant. Ich mache jetzt hier wieder Musik an. Ich weiß nicht, was das gerade war. Ich weiß absolut nicht, was das jetzt. Also, technisch ist diese Aufnahme eine absolute Vollkatastrophe. Ich weiß nicht, warum. Das erste Mal verstehe ich noch. Das muss ich selbst abgebrochen haben, weil da war die Aufnahme weg. Aber das jetzt gerade verstehe ich nicht. Wir hatten einfach Standbild. Wir hatten einfach Standbild und ich konnte nichts machen. Es ist einfach mitten in Quirtle stehen geblieben. Aber so stehen geblieben, dass es noch aufgenommen hat. Also, dass es mir gesagt hat, es nimmt noch auf, obwohl es nicht mehr aufgenommen hat. Ich muss gefühlt alle 2 Sekunden OBS aufmachen, um zu gucken, ob es noch aufnimmt. Das ist doch Müll. Weil ich habe extra unten in die Taskleiste geguckt, dass der rote Punkt da ist. Weil das bedeutet, er nimmt auf. Ja, und das hat's angezeigt. Was ist Pokémon Info On? Show Pokémon Info in Autocomplete Entries. Wait, what? Oh mein Gott, heißt das, wenn ich jetzt Pikachu tippe, dann sagt er mir, oh mein. Ey, das Squirtle wird mit jedem Tag besser. Okay, das ist cool. Das kann man auch ausmachen, ja? Okay, dann hat man nur noch den Namen. Okay. Wahrscheinlich, weil es den Leuten zu schwierig geworden ist. Also, das ist ja das Problem bei dem Squirtle ist ja, ich versuche das mal runterzubrechen und euch zu erklären. Bei Nördle, ach Quatsch, bei Nördle. Bei Quirtle, Wördle und so weiter. Da hast du ja. Da kennst du normalerweise ja die Wörter, die rauskommen. Und weißt, was du einzutippen hast. Aber hier musst du die Namen ja von 900 Pokémon wissen. Das ist ein bisschen viel. Na, deswegen ist es ganz gut, dass man hier so Informationen bekommt. Also ich lasse die Pokémon-Info auf jeden Fall on. Dann brauche ich vielleicht nicht den Guide. Wir starten wieder mit. Ah, es ist eigentlich sinnvoll, mit was zu starten, was Vertigern ist.
Lass uns mal was nehmen, was vierte Gen ist. Oder wir nehmen mal Gen 3. Komm, wir nehmen mal Gen 3. Ich glaube, das ist Hundester oder so. Ich hoffe, dass es Hundester ist, keine Ahnung. So. Okay, der zweite Typ ist richtig. Nee, das ist nicht Hundester, wenn es Wasser ist. Ups. Ach so, der zweite Typ ist einfach kein Typ. Es ist ein Single-Typ-Pokémon. Gen ist weiter unten, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es die erste Gen ist. Lass mal Pikachu nehmen. Okay, wir haben die richtige Gen gefunden. Wir haben die richtige Gen gefunden. Es ist größer als Pikachu und es ist schwerer als Pikachu. Und den ersten Typ haben wir noch nicht. Jetzt muss ich natürlich mit dem Typ einfach. Ja. Das ist halt aber bei Pokémon schon jetzt das Problem. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nein, habe ich nicht, weil ein paar sind aus der ersten Gen raus. Aber ich habe mehr Typen zum Raten, als ich Guesses left habe. Ich meine, dadurch, dass Höhe und so ein bisschen da ist, kann ich vielleicht ein paar Sachen ausschließen. Aber naja, ich nehme jetzt mal Smetbo. Smetbo ist auf jeden Fall größer. Ja, wie schreibt man. Toll, wie schreibt man Smetbo? Okay, Pokémon Guide. I need you. Pokémon Guide, wo bist du? Hä? Hatte ich nicht in Pokémon Guide offen mal irgendwann? Okay, Moment, Pokémon. Nein, was drücke ich denn hier rum? Pokémon Liste. So. Hä, wieso habe ich jetzt Bilder? So, das, da war die Seite, genau. Die Seite brauchen wir und die bleibt jetzt auch mal offen. Okay, erste Gen. Ich will Smetbo. Butterfree, stimmt, das heißt Butter. Ah, das hat aber zwei Typen. Siehst du, damit ist das schon raus. Damit ist das schon raus. Stimmt, ich will ja nur einen Typ. Ach so, die erste Gen hatte auch Doppeltypen. Ups, ich dachte jetzt irgendwie spontan, die erste Gen hatte nur Einzeltypen. Oh, dann war meine Schlussfolgerung, dann ist es ja Gen 1 ja überhaupt nicht richtig. Aber es hat funktioniert. Komm, wir nehmen mal Arbok. Das ist zumindest im Englischen das gleiche wie im Deutschen. Es ist größer als Pikachu. Es ist ein anderer Typ, den wir noch nicht haben. Nämlich Poison. Es ist Poison! Es ist Poison, aber kleiner. Na, dann ist es Rattan. Okay, wie schreibt man Rattan? Also, ich meine, es gibt noch mehr. Es gäbe noch Smogon und so, ne? Aber jetzt probiere ich Rattan aus. Ekans. Ach, Snake rückwärts. Natter rückwärts, Snake rückwärts. Okay, Cobra hat bei beiden funktioniert, deswegen. Okay. Ekans wegen Snake. Das klingt ja wahnsinnig merkwürdig. Gut, Snake. Ekans. So. Zum Glück haben wir jetzt schon Poison gefunden. Das ist natürlich gut. Oh, jetzt wird's interessant. Es ist leichter als Rattan. Aber größer als Rattan. Okay, weil Rattan ist halt auch nicht sehr hoch. Es ist. Nee, Quatsch. Es wiegt mehr als Rattan, aber es ist kleiner als Rattan. Ja. Hä? Aber ich habe doch gerade gesagt, Rattan ist nicht sehr hoch. Wie kann denn etwas schwerer sein? Also ein Stahl-Pokémon kann es ja schon mal nicht sein. Okay, was ist. Was ist kleiner als Rattan, aber schwerer als Rattan? Ist Nidoran? Okay, Nidoran gibt es jetzt wieder in männlich und in weiblich. Das ist doch jetzt schon wieder zum Kotzen. Ist Nidoran kleiner, aber schwerer? Wir probieren mal Nidoran aus. Macht ihr jetzt Unterscheidung zwischen Nidoran männlich und weiblich eigentlich? Oh, verdammt, macht er. Oh, warte, wir haben ja hier die Typen. Oh, das ist ja voll gut, dass der die anzeigt. Okay, Basuf. Basuf.
Die Höhe von Rettern ist 2. Das ist kleiner als 2, aber es muss mehr wiegen wie 6,9. Ja, Nidoran passt. Also Nidoran würde, also beide Nidorans würden das erfüllen. Muss ich halt beide ausprobieren. Wenn es das erste nicht ist, könnte es nämlich immer noch das zweite sein. Es könnte aber sogar Nidorina. Ja, wow. Wieso hat Rettan eine Höhe von 2? Damit ist dann gemeint, wenn sie es hochstreckt oder was. Ich meine, es ist eine Schlange, die kriecht am Boden lang. Das ist doch keine Höhe. Aber ja, gut, ist dann die Länge gemeint. Deswegen ist Rettan sehr lang. Weil selbst Nidoqueen... Geil. Also, alle. Alle Entwicklungen von den Nidorans erfüllen die Bedingung. Super. Schwerer wie 6,9. Die sind alle schwerer wie 6,9. Die sind alle schwerer wie 6,9 und kleiner wie 2 Meter. Also ich kann jetzt im Prinzip hier Brutforcen und einfach, Brutforcen sage ich schon, hier einfach raten. Und selbst das sind ja nur die Nidoran-Entwicklungen. Es gibt nur noch mehr Gift. Es gibt ja auch noch zum Beispiel Smogon. Ach so, aber dadurch, ja, aber dadurch, dass ich natürlich anfange zu raten, kriege ich natürlich mehr Möglichkeiten rein. Okay, pass auf, dann nehmen wir jetzt mal die Mitte. Wir nehmen jetzt mal Nido, Nido-Dings. Nidorina. Einfach mal als Mitte. Und gucken dann mal, wie sich's hier entwickelt. Ob wir dann die richtige Höhe gefunden haben. Okay. Jetzt ist es nämlich höher, größer als Nidorina, also größer als 0,8 und wiegt weniger als 20. Das ist doch schon mal was. Damit sind nämlich andere Nidos jetzt raus. Welche Nidos sind jetzt noch am Start? Also. Also. Weniger wie 20, aber größer wie 0,8. So. Damit ist Nidoqueen raus. Nidorino wäre noch am Start. Ist größer wie 0,8 und weniger wie 20. Okay, Nidorino muss ich ausprobieren. Nidoking ist auch schon raus. Es ist Nidorino. Okay. Also ich glaube, jetzt wo man diese Typen mit dazu, also jetzt wo man die Anzeigen mit dazu hat, kann man glaube ich doch aus dem Pokémon Squirtle ganz, ganz was recht Nettes machen. Und das Problem ist also, ja. Haben wir noch Simman? Ich hab keine Lust mehr. Die Aufnahme jetzt war eine Vollkatastrophe. Ich muss jetzt alles zusammensetzen. Es ist kompletter Müll. Ich meine, ich habe euch die Ergebnisse gezeigt, ne? Das ist mein Squirtle-Ergebnis. Den Anfang von Quirtle habt ihr mitbekommen, also ja, keine Ahnung. Und dann Nerdle habe ich euch auch gezeigt. Nerdle lief gut. Nerdle lief super. Leider habt ihr es nicht mitbekommen. Und Global habe ich euch auch gezeigt, habt ihr leider auch nicht mitbekommen, dass ich da halt nach dem dritten Versuch einfach Germany richtig geraten habe. Ja, was willst du machen, ne? So ist es. Danke fürs Zuschauen und tschüss.